Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Weiter geht's, wir reisen in die Kanonenflotte Galaxie. Strahl, 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 los geht's! Okay, das sieht relativ tricky aus. Alles voll mit Lasern. Ah, schauen wir mal. Also ich denke, ich muss nach oben, ne? Ach, wobei, nee, geht eigentlich sogar. Ist doch gar nicht so schlimm hier. Ich dachte, diese Stelle hier wäre furchtbarer. Och, vielleicht wird es ja doch ganz leicht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Hallöchen! Du möchtest mich umbringen anscheinend. Das darfst du aber nicht. Ach so, ach, jetzt kommt man hier rein oder was? Ah, okay, okay, okay. Ja, Hallöchen! Muss ich euch killen? Wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ist doch gut, du kommst doch auch gleich dran. Wie, wieso hat das nicht funktioniert? Hatte er sich schon wieder umgedreht? Gar nicht mal so leicht. Ach, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Ja, komm mal hier runter, bitte. Los, komm jetzt hierher. Oh nein, er hängt fest. Sehr schön, geht doch. Ach, wieder so eine Gravitationsgeschichte. Okay. Ja, am Anfang fand ich diese Sachen nervig, aber eigentlich sind die ganz witzig. Zumindest, wenn es nicht ganz so schwer wird. Okay, hier in der Mitte Walljumpen, das geht ja klar. Oh, schaut mal, ein KP-Pilz. Schlechtes Zeichen. Das heißt, die Entwickler gehen davon aus, dass ich hier gleich richtig viel Schaden kassiere. Okay, da vorne können wir die Richtung ändern. Wahrscheinlich nach links. Nee, ah, okay, nach rechts. Also jetzt unten. Okay, also ich muss mich auf jeden Fall konzentrieren. Ist dann doch schwerer als gedacht. Vor allen Dingen, weil man hier überall zerquetscht werden kann, ne? Ey, was? Hallo? Das gibt's doch gar nicht. Wollte da oben drauf. Naja. Boah, jetzt muss ich ganz vorne wieder anfangen. Okay, dann gibt's einen kurzen Cut. Einfach, damit das nicht so monoton für euch wird. So, also stampfen wahrscheinlich. Genau, dann fliegen wir ein bisschen höher. Boah, okay, okay, okay. Ja, läuft so einigermaßen nur tatsächlich. Ja, immerhin sind wir wieder draußen, glaube ich, ne? Ja. Hallöchen! Was müssen wir denn hier machen? Geh weg! Ach so, ich muss da nach oben, natürlich. Los, wirf mich mal da hoch. Dankeschön. Oh, jetzt das Ganze mit Lasern. Natürlich. Strahl, 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 sag ich nur. Okay, das war wieder easy. So, was haben wir hier? Oh, okay. Jetzt in Bewegung bleiben. Boah, gerade so eben noch erwischt. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Kann das sein? Ah,
Ah, da oben ist der Stern. So, wie kommt man denn da hoch? Also da unten spawnen Kugelwillis. Hier vorne haben wir irgendwas. Ach, da ist Wasser. Okay. Ach, wahrscheinlich füllt sich das hier mit Wasser, ne? Kann das sein? Na, komm erstmal mit. Wir probieren das mal aus. Ja, hat ja gut funktioniert. Nicht schlecht. Eigentlich solltest du die Kuppel kaputt machen, du Schluri. Vielleicht hätte ich mal dahinter laufen sollen. Okay, das ist schon sehr, sehr cool. Jetzt natürlich die... Boah, die Wassersteuerung mit dieser komischen Kameraansicht. Ach, und jetzt müssen wir uns hier so langkraxeln, oder was? Oh nein, er ist ins Wasser gefallen. Oh nein, und ich auch. Das gibt es doch nicht. Und nochmal Schaden genommen. Was ist denn los heute? Wird das wieder so ein Part? So ein Sterbepart? Oh, komm schon, eine Münze. Oh, danke schön. Vielen Dank für die Münze. Okay, da vorne wäre noch ein Leben, aber ich glaube, das brauche ich gar nicht, ne? So, wie kommt man denn hier durch? Holy moly, und wir haben den Stern. Okay, das war, ja, war schon anspruchsvoll. Aber hat Spaß gemacht. Strahl, Strahl, Strahl. Da bin ich ja mal gespannt, wie die nächsten Missionen aussehen. Vielleicht ist man ja jetzt mal draußen, ne? Also vielleicht spielt sich das jetzt gar nicht drinnen ab. Überlebe das Sperrfeuer. Oha. Na, schauen wir mal. Hey, tatsächlich. Auf jeden Fall irgendwas draußen. Ja, Sperrfeuer stimmt auf jeden Fall. Okay, Missionsziel ist ja sehr, sehr klar, ne? Was ist denn da unten? Moment, erst einmal nach unten. Ach so, so kleine Bonbons. Aber die Galaxie sieht schon eindrucksvoll aus, muss man ja einfach mal sagen. Boah, ich finde das mit den Schrauben auch so cool. Tja, was haben wir denn hier? Also, Schalter aktivieren. Sieht ja witzig aus hier. Alles voll mit Kettenhunden. Ja, wobei ohne Kette. Sind einfach nur Hunde vermutlich. Sogar mit so kleinen Hundehütten oben. Oh, wie süß. Da kann man aber nicht reingehen, ne? Nee, schade. Ein Eigenheim für Mario. Hotel Mario gab's doch mal. Ein fantastisches Spiel. Das Witzige ist, das ist die gleiche Geschichte wie vorhin. Nur alleine die Angst zu sterben macht es schon schwieriger. Hat die Konsole aber ganz schön geruckelt, ne? So, geschafft! Hallöchen!
Also ich glaube, das hier ist der anstrengende Teil tatsächlich. Ja, vor allen Dingen wird das so eine automatische Bewegungsgeschichte. Bin ich ja nicht so großer Fan von, wisst ihr ja. Also das nervt mich ja eher. Wenn man das vermasselt, dann muss man halt so lange warten, bis man wieder an der gleichen Stelle ist. Man kann nicht dahin rennen. Ja, okay, das ist wiederum ganz witzig. Das gleiche jetzt oben zu machen. Ich muss nur so ein bisschen umdenken, aber grundsätzlich geht das klar. Also kreativ ist es auf jeden Fall. Jo, Hallöchen! War's das jetzt? Denke mal, ich sollte diese Minen abballern, ne? Oh, okay, so an der Seite ist schon blöde. Oh nein! Oh, 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 oh. Oh, 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 das gibt's doch gar nicht. Da wurde ich zweimal getroffen. Oh, das ist wirklich mies. Ich brauche unbedingt eine Münze. Komm mal her. Ja, so viel zum Thema Münze. Nein! Oh, das gibt's doch gar nicht. Ja, eine Münze wäre schon ganz nett gewesen. Nur weil ich die Münze haben wollte, ist mir überhaupt so viel Gedöns passiert. So, ich muss aber nicht von vorne anfangen. Das ist ja schon mal was. Also nicht ganz von vorne. So, ich werde ihn jetzt auch betäuben hier vorne, den Gegner. Oh, so viel dazu. Das gibt's doch gar nicht. Ach Mann. Ja, an der Seite zu stehen ist wirklich blöde. Das ist echt schwer. Okay. Ich versuche mich zu konzentrieren, so gut es geht. Vielleicht sollte ich ihn auch einfach ignorieren. Ah, oder auch nicht. Hehehe, nice. So, okay, jetzt Feingefühl. Also mein Gehirn hat wirklich Probleme damit. Also hier so an der Seite zu stehen, das ist schon schlimm für mich. Ach so, ich muss da runter. Oh nein! Ach, und schon wieder, das gibt's doch nicht. Boah, wie oft ich hier sterbe. Ich habe nur noch ein Leben, das kann doch gar nicht wahr sein. Okay, also wenn ich jetzt hier Game Over gehe, dann schneide ich aber an die Stelle. Zurück. Na gut, ich meine, man merkt natürlich schon, dass wir uns dem Ende des Spiels nähern, ne? Also, dass die Welten wirklich schlimmer werden. Oder anspruchsvoller werden. So, okay, also ich muss gleich runter. Das darf ich nicht vergessen. Hier muss ich runter. Ich dachte halt, ich müsste erst da vorne runter. Also ich dachte, ich müsste hier runterspringen vorhin. Oh, ich glaube, ich höre den Stern. Kann das sein oder bilde ich mir das ein? Ich höre dieses Glitzern. Dieses... Jo, sehr schön. Lass mich bloß in Ruhe. Nice, oh mein Gott. Wir haben den Powerstern. Das war aber... Hui, 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 das war ja schon grenzwertig. Überlebe das Sperrfeuer. Ja, mehr oder weniger erfolgreich geschafft, ne? Ein
Und ich glaube, dann sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe in dieser Galaxie. Zumindest bei der letzten regulären. Eventuell gibt es ja auch noch einen geheimen Stern. Keine Ahnung. Also mir ist jetzt nichts Besonderes aufgefallen. Naja, die Rache des Begoman-Stammes. Ach Gottchen, der Begoman-Stamm. Wer kennt ihn nicht? Ach, sind das diese kleinen Kreiseldinger? Stimmt, wir haben mal irgendwann gegen so einen großen Kreisel gekämpft, ne? Hallöchen! Na, wollt ihr euch rächen? Hey, eine Röhre. Oh nein, oh, nicht nochmal so eine Challenge. Oh, hier gibt's einen Bonusstern wahrscheinlich. Das ist eine Sackgasse, du bist in der Mülldeponie. Aber wer? Jemand hat hier nicht brennbaren Müll hingeworfen. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du dann hier sauber? Ich bin dabei. Oh, danke, danke. Boah, das ist super schwer. Das war beim ersten Mal reines Glück, dass ich das geschafft habe. Man kann sich so ein bisschen an diesen Punkten orientieren, glaube ich. Das hätte fast funktioniert. Okay, da brauche ich ein paar Versuche. Nein, nein, nein. Du musst es schneller machen. Es gibt hier noch mehr Müll, also wenn du mal wieder helfen willst. Boah, wie fies. Was für eine fiese Aufgabe. Das ist, glaube ich, auch eine der schlimmsten Missionen hier im Spiel. Okay, die erste Bombe liegt, glaube ich, wieder nicht so gut. Ja, könnte was werden. Aber wenn dann in der letzten Sekunde... Boah, das gibt's nicht! Nur weil die Bombe nicht hochgegangen ist, ne? Oh, ist das fies. Ja, okay, weiter geht's. Das müssen wir echt oft machen. Oder wir können das ja gleich auch unterbrechen. Also sagen wir mal, ich mache jetzt noch zwei Versuche. Und sonst machen wir das halt beim nächsten Mal. Oder machen wir jetzt erstmal den normalen Stern. Damit es nicht ganz so langweilig wird für euch. Also die Bombe liegt schon mal gut. Die liegt gut. Die liegt gut. Die liegt gut. Okay, das wird wieder nichts. Ach, das kann doch gar nicht wahr sein. Ey, das ist so schwer, das hier zu zielen, ne? Also man muss zielen, man muss... Die haben auch so einen kleinen Radius, nur die Bomben. Okay, nächster Versuch. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Das kann doch gar nicht wahr sein. Vielen, vielen Dank. Jetzt ist es schön sauber. Ach, übrigens, ich habe das hier gefunden. Nehmt es bitte. Boah, Leute. Alter Schwede, war das unangenehm. Naja, aber wir haben ihn, den Stern... Und zwar Stern Nummer 87. Das heißt, jetzt können wir die reguläre Mission machen.
Und zwar diesmal wirklich die Rache des Begoman-Stammes. Ja, ich denke mal, diesmal müssen wir oben lang einfach nur, ne? Also diesen Weg hier gehen. Ob man wohl nochmal gegen so ein großes Viech kämpfen muss? Könnte ich mir gut vorstellen. Hallöchen! Die Elektrodraht ist im Weg und ich kann meinen Freund nicht retten. Schleudere irgendwas mit einer Drehattacke in die Drähte, um sie zu zerstören. Ja, mache ich. Komm mal her. Ah, los, geh da rein jetzt. Okay, das hat schon mal funktioniert. Los, ich brauch dich. Ich brauch deine Hilfe. Hey, und das war's. Der Kleine ist frei. Danke, hier ist eine Abkürzung für dich. Verwandlung. Oh, wie süß. Eine Abkürzung wohin? Ach, jetzt werden die Viecher noch größer. Ja komm, ich will das Leben mal eben haben. Ah, okay, Fragmente sammeln. Haben wir länger nicht mehr gemacht. Komm mal mit. Los, ich brauch dich. Dafür, dass wir Feinde sind, helft ihr mir ganz schön oft. Hm? Oder muss ich mich da doch hochschleudern lassen? Ach so, ah, okay. Hä? Wieso funktioniert das nicht? Ah, jetzt aber. Sehr schön. Ach Gottchen, oh nein. Was ist das denn hier? Ach, muss ich mich da jetzt durchziehen, oder was? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Holy moly, geschafft. Alter Schwede. Wird es noch schlimmer? Was ist denn jetzt los? Ach, da vorne ist ein... Ah, da ist ein Stern. Und direkt verliere ich wieder einen KP-Punkt. Das gibt's doch gar nicht. Beziehungsweise einen K-Punkt. Boah, ist das schwer hier. So, geschafft. Jetzt kommt nochmal so ein Bossfight. Ja, kann man schon von ausgehen. Kriege ich denn vorher noch Münzen? Ah, hallöchen. Na komm, dann nehme ich so einen KP-Pilz nochmal mit, sicherheitshalber. Lalala, lalala, willkommen im Luma-Laden. So, ich hätte gerne einen KP-Pilz. Ich habe zwar schon einen, aber nehme noch einen mit. Ja genau so, mein Bauch ist so voll, dann wollen wir mal Verwandlung. Oh. Die Lumas sind das Herzstück dieses Spiels. So, ach, okay, er sieht ein bisschen wütender aus als vorher. Oder so ein bisschen roter. Aber rot gleich wütend, ne? Hoffentlich muss man das hier nicht noch spielen, ohne getroffen zu werden später. Also, hoffentlich gibt es hier keinen Risikokometen. Weil das könnte dann wirklich Hardcore werden, also...
vielleicht ignoriere ich die Kleinen sogar und kümmere mich direkt um den Großen. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Man kriegt hier theoretisch auch noch Münzen. Ach, der weicht mir halt die ganze Zeit aus, ne? Der ist auch nicht dumm, der Kollege. Das gibt's doch gar nicht. Okay, jetzt aber. Oh, gerade so eben noch geklappt. Alter Schwede. Boah. Mensch, heute waren aber auch nur so schwere Sterne dabei. Moi, jetzt bin ich aber stolz. Aber Spaß gemacht hat's trotzdem, auch wenn es ein bisschen schwieriger war. Stern Nummer 88, die Rache des Begoman-Stammes. Neues und Galaxie komplett? Nö, noch nicht. Oh, wenigstens kein Risikokomet. Boah, wobei doch es. Also hier gibt es noch so einen Schabernack-Kometen, das wird wahrscheinlich Risiko sein. Boah, ich hoffe nicht, aber ich glaube schon. Naja, was haben wir denn hier vorne noch? Die Feuereruptionen. Ja, liebe Leute, und die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.